dieser Ausgabe von Mein Welterbe geht es weniger um einen Ort als vielmehr um eine Person. Aber von Anfang an. Wir haben uns mit dem Leiter des Stadtarchivs der Hansestadt Wismar verabredet, Dr. Nils Jörn. Und zwar an der Mecklenburger Straße 7, denn hier hat einmal David Mevius gelebt. David Mevius, geboren 1609, war von 1653 bis zu seinem Tod im Jahr 1670 erster Vizepräsident des königlich-schwedischen Tribunals zu Wismar und zählt bis heute zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Hansestadt. Aus diesem Grund und weil er Angst hatte, dass David Mevius und das Gebäude sonst vergessen werden, hat sich Dr. Nils Jörn für dieses Welterbe entschieden. Na dann los, was macht das Gebäude und die Person aus? Mittelalterlicher Kern, wie fast alles, was wir hier in der Innenstadt haben. Und eine barocke Fassade. Diese nette Aufschrift, erst macht dein Sach, dann Scherz und Lach, hat mit Mevius, um den es hier geht, überhaupt nichts zu tun. Die ist später reingekommen, ich weiß nicht von wem. Ist aber auch ein nettes Motto. Und hier drin hat mal der Präsident oder der Gründungsdirektor des Wismarer Tribunals gewohnt, David Mevius. Und ein ganz berühmter, bedeutender Jurist, der hier in Wismar am Fürstenhof gewirkt hat, der das Wismarer Tribunal eingerichtet hat und der so berühmt gemacht hat, dass die Leute von ganz Europa gekommen sind, um sich anzusehen, wie man Justiz organisiert, Rechtsprechung organisiert. Soweit, so gut. Aber was hat David Mevius nun genau getan? Ein Beispiel bitte, Herr Dr. Jörn. Er hat unter anderem eine Entscheidungssammlung rausgegeben von diesem Wismarer Tribunal. Da sind fast 3500 Urteile drin, die begründet wurden, die in seiner Amtszeit zwischen 1653 und 1670 gefasst wurden. Und das war so der absolute Bestseller. Das Ding ist bis Ende des 18. Jahrhunderts insgesamt 10-mal aufgelegt worden. Jeder Jurist, der was auf sich hielt, hatte das in seinem Bücherschrank. Das sind 10 so richtig schöne, dicke Bände, in denen man nachschlagen kann. Und dann kann man das selber anwenden und kann sagen, Mevius hat gesagt. Und besser geht's ja nicht für Juristen. Und so haben wir wieder einmal gelernt. Egal, wo man sich in Wismars Altstadt befindet, spannende Geschichten gibt es überall.